So, abschließend kommen wir in der BPMN jetzt noch zu einem zusätzlichen Diagrammtyp. Bislang haben wir uns ja immer mit dem Prozessdiagramm, Prozess- und Kommunikationsdiagramm in der BPMN beschäftigt und mit den Varianten, die wir da drinnen finden, um Prozesse abzubilden. Mit der BPMN 2.0 wurden zusätzliche Diagrammtypen noch eingeführt, die Sachverhalte abbildbar machen, die im klassischen Prozessdiagramm nicht abbildbar sind. Konkret sind das Choreografiediagramm und ein zweites, dessen Name mir gerade entfallen ist, das auch in der Praxis jetzt für uns nicht so wichtig ist. Da geht es dann eher um die konkrete Ausführung von Prozessmodellen. Wir beschäftigen uns jetzt hier nur mit dem Choreografiediagramm, weil das durchaus nützlich sein kann, wenn es um die Abbildung komplexerer Kommunikationssachverhalte geht. Choreografiediagramme spielen also zusammen mit Prozessdiagrammen dann eine Rolle, wenn wir auf einer relativ abstrakten Ebene darstellen möchten, wie denn einzelne Akteure in einem Prozess miteinander interagieren können. Und dazu gibt es den globalen Kommunikationsprozess oder den globalen Prozessablauf noch einmal abzubilden. Leistet das Choreografiediagramm, wo man dann innerhalb der einzelnen Verhalten der einzelnen beteiligten Akteure nur mehr genauer definieren kann, wie man mit diesen Aktivitäten umgeht. Choreografieaktivitäten, wie wir es hier sehen, das sind drei Choreografieaktivitäten, schauen ein bisschen anders aus, weil bei denen an der Ober- und Unterkante jeweils festgelegt wird, wer in dieser Choreografieaktivität miteinander interagiert und durch die graue Hinterlegung auch, wer der Auslöser der Interaktion ist, die da drinnen stattfindet. Das heißt, wir sagen, im Bewerbungsprozess, global gesehen, der beginnt an irgendeiner Stelle und was dort zwischen den beteiligten Akteuren als erstes passiert ist, dass Bewerbung senden, das geht aus und das ist die graue Hinterlegung von der Bewerberin und die empfangenden Instanzen, es können auch mehrere sein, sind Unternehmen. Ja, ist im konkreten Fall ein Unternehmen, weil hier auch ein Modifier angebracht werden könnte, dann würde man ausdrücken, dass es mehrere sein können. Dann gibt es noch zwei weitere Choreografieaktivitäten in diesem Prozess, den wir ja vorher schon mal detailliert betrachtet hatten. Das ist die Kommunikation über Absage senden und Einladung senden. Das wird jeweils vom Unternehmen ausgeführt. Und wir sehen jetzt hier im Gegensatz, ich scroll jetzt nochmal da ganz kurz zurück, zu vorhin, wo wir gesagt haben, wenn wir die Pools zuklappen, dann sehen wir eigentlich keine Aussage darüber, wie diese einzelnen Nachrichten zusammenfassen. Das erlaubt uns jetzt genau das Choreografiediagramm, weil in dem Choreografiediagramm wir jetzt abbilden können, mal da wieder nach hinten scrollen, dass abhängig von einem Ereignis, das irgendwo auftritt, ohne dass das jetzt näher spezifiziert ist, entweder das eine oder das andere passiert. Weil das Ereignisgesteuerte geht, wie ihr sagt, es passiert, es wird immer genau der Zweig ausgelöst, dessen Ereignis als erster eintritt. Das Ereignis in diesem Fall wäre jetzt die Entscheidung, die in einem der Pools hier konkret im Unternehmen, sehen wir jetzt nicht, aber wissen wir noch von vorhin, auftritt und damit kann es dann zu einer dieser beiden Choreografieaktivitäten kommen, nämlich dass eine Einladung gesendet wird an einen Bewerber, an eine Bewerberin oder dass eine Absage versendet wird an eine Bewerberin oder einen Bewerber. Und dann endet der Prozess jeweils wieder. Choreografiediagramme also auf einer abstrakten Ebene zur Beschreibung, also einsetzbar zur Beschreibung von Kommunikationsabläufen aus globaler Sicht, üblicherweise dann in Kombination mit einzelnen Prozessdiagrammen, wo man dann beschreiben würde, wie denn jeweils das Unternehmen oder die Bewerberin, der Bewerber auf diese Choreografieaktivität, auf die Nachrichten, die da fließen, reagieren würde. Man kann hier tatsächlich mit Nachrichten agieren, also die Nachrichten hier anhängen, um zu beschreiben, welche Nachricht denn hier ausgetauscht wird und damit über diese Nachricht das Ganze wieder mit einem Message Flow verknüpfen und so die Verbindung zu den Kollaborationsdiagrammen
herstellen, die wir vorhin gesehen haben, wenn man mit mehreren Pools arbeitet. Das heißt, üblicherweise tatsächlich in Kombination eingesetzt und fügt dem Ganzen eine weitere Definitions- oder Spezifikationsmöglichkeit hinzu, um genauer beschreiben zu können, in welcher Reihenfolge denn irgendwelche Kollaborationen im Prozess auftreten, was wir vorhin, wie gesagt, nicht gesehen haben, wenn wir die Pools einfach zuklappen würden. Das nur ganz kurz zu den Choreografieaktivitäten. Das war es soweit mit der BPMN. Die BPMN jetzt als Gesamtes haben wir sehr ausführlich betrachtet, weil sie auf der einen Seite die komplexeste, mächtigste Sprache ist, die wir kennenlernen, und auf der anderen Seite auch die am weitesten verbreitetste, der nicht nur de facto Standard, sondern auch tatsächliche Industriestandard, der in der Praxis weit eingesetzt wird und mit dem sollte man umgehen können. Deswegen hier so detailliert und umfassend die BPMN nochmal erörtert. Im nächsten Schritt werden wir uns jetzt dann noch eine andere Modellierungssprache anschauen, die komplett andere Philosophie verfolgt, zwar genauso ausdrucksstark grundsätzlich wäre wie die BPMN, das Ganze aber mit nur sehr wenigen Modellierungselementen realisiert, was aber dann dazu führt, dass die Modelle an sich komplexer und unübersichtlicher werden. Das ist dann ein Trade-off, dem man folgen möchte oder den man abwägen muss. BPMN, eine komplexe Sprache, dafür sehr oder relativ kompakte Modelle. Das heißt, irgendwer muss zwar die Sprache lernen, wenn er sie aber kann, dann sind sehr komplexe Sachverhalte relativ einfach abbildbar. Im Gegensatz dazu, die SBPM, wie wir sie nachher dann gleich betrachten werden, ein sehr einfacher Wortschatz, sehr einfach zu lernen, ein sehr einfacher Sprachschatz, sehr einfach zu lernen. Dafür wird der Umfang der Modelle als Gesamtes dann komplexer. Dort wird dieser Herausforderung begegnet, indem man die Modelle untergliedert, also sehr viele Subprozesse einsetzt und die dort dann über Kommunikationsmodelle koppelt. Werden wir aber alles im nächsten Schritt sehen. Hier nur der Anknüpfungspunkt auch wieder zu den Choreografiediagrammen, weil das auch ein Punkt war, der dann bei der BPMN irgendwo mal eingeführt wurde.